wir sind hier am Stand unseres Landesweingutes Kloster Fotter. Ich bin die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut. Wir sind jetzt seit Freitag hier auf der Messe vertreten. Wir haben ganz viele Weinliebhaber schon getroffen. Alle begeistern sich für unsere Saale-Unstrut-Region und für den tollen Wein natürlich. Und es macht viel Spaß, den Gästen diesen Wein auch näher zu bringen und mit ihnen anzustoßen. Wunderschönen Bundesland Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen. Hallo. Ganz viele Landräte sind heute hier. Stehen Sie ruhig mal ganz kurz auf, bitte. Ja. Ja, und abzählen, genau, ob alle da sind. Schön, dass Sie den Weg hergefunden haben. Und in Zeiten der Ökonomie und des Sparens haben die natürlich eine Fahrgemeinschaft gebildet. Hier im Applaus begrüßen auch recht herzlich den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Dr. Rainer Haseloff. Landwirtschaftsminister heute hier ist, moin, kann man da nur sagen, Hermann Onko Eikens. Auch mit Doktortitel. Schön, dass Sie alle da sind und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und nicht nur heute, sondern noch in den letzten Tagen auch in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass diese Halle wirklich so strahlt, diese Halle 23. Und zwar einen Riesenapplaus möchte ich jetzt ganz gerne von Ihnen hören, vom Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Lange. Also ich bin sehr stolz. Stolz auf unsere Unternehmen, die jedes Jahr mit großem Engagement hier sind. Ich bin sehr zufrieden mit der Landesregierung, die jedes Jahr unsere Sachsen-Anhalt-Halle unterstützt. Und natürlich auch die Abgeordnete, die das Geld dafür zur Verfügung stellen. Und Sachsen-Anhalt ist einer der bedeutendsten Aussteller hier auf der Grünen Woche. Im Bundesländer-Ranking sind wir da ganz weit oben. In der Lage sagen zu können, dass wir den größten Anstieg in der Produktion hatten, auch qualitativ den größten Sprung nach vorne gemacht haben. Der Export hat sich vervielfacht in den letzten Jahren. Wir exportieren inzwischen bis nach Asien, bis nach China. Das heißt, auch außerhalb Europas werden unsere Produkte nachgefragt und vor allen Dingen die Qualität stimmt. Die Qualität steigert sich von Jahr zu Jahr, sodass wir eigentlich gar keine Angst haben müssen, wenn wir hier unterwegs sind auf der Grünen Woche, sondern wir können richtig zubeißen, weil wir wissen, es sind hochqualitative Produkte, vor allen Dingen auch gesunde Produkte. Das heißt, die Gesundheit steht auch im Vordergrund. Wir haben ja auch vegane Produkte heute als Schwerpunkt zu präsentieren. Und ich denke mal, diese Sache macht uns kein anderer nach. Da sind wir Spitzenreiter und deswegen herzlichen Glückwunsch allen Erzeugern und allen Ausstellern, die 82, die hier sind. Wir kommen aus dem wunderschönen Burgenlandkreis aus Laucha und vertreiben unter dem Label Schlagfix vegane Produkte, wie Schlagfix aufgeschlagen in der Sprühdose oder Schlagfix Universal zum Kochen, Backen, Soßen, Suppen verfeinern. Alles vegan, alles ganz frisch auf den Tisch. Was hat Ihnen jetzt die besonders beeindruckende Halle? Wie in jeder Halle die Vielfalt der Angebote. Es ist einfach wirklich schön, sowas mal zu erleben. Was sagen Sie als Aussteller dazu in der Halle? Sehr schön. Es ist sehr schön. Gut besucht, alle freundlich, alle nett. Schauen Sie, ich komme mitten aus Hessen. Muss Ihnen ganz ehrlich geschehen, das Bundesland kenne ich nicht so gut. Na gut. Kennen Sie den Burgenlandkreis vielleicht sogar? Ja, BLK. Auto-Kennzeichen BLK. Ja. Und Sachsen-Anhalt, da kennen wir irgendwo ein Himmelreich und wir kennen Kloster Pforta. Na bitte. Ja, weil wir Weintrinker sind, da sind wir gut aufgehoben und ich war in Bad Kösen zur Kur. Ja, und war sehr begeistert. Ja, kennt man schon. Rotkäppchen, immer beliebt, auch in Bayern. Wie schmeckt es Ihnen? Gut. Und wenn Sie an Sachsen-Anhalt denken, an was denken Sie da vor allem? An Salami. An Salami. Ja. An die schöne Gegend, sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Und kulturell, sagt die Nietzsche was? Ja, auch. Oder auch die Brockenbahn, die Harz-Eisenbahn und alles sowas. Dann danke ich Ihnen herzlich und wir essen heute recht viel, wir beide, würde ich sagen. Sehr schön. Das ist ein schöner Gemeinschaftsstand und ist auch dadurch so in dem Eingangsbereich ist gleich sehr repräsentativ. Also das ist sehr gut gelungen so. Marienberg, sagt Ihnen was? Doch, doch, klar sagt mir das was. Und so, wie hat Ihnen sonst der Auftritt von Sachsen-Anhalt hier gefallen? Super, super. Fein. Alles super freundlich, alles super Valetti ist. Und welches Bundesland streben Sie jetzt? Wir wollen nochmal nach Russland schauen. Ja, und die russische Kultur kennenlernen und. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Soljanka.
Ja, Dankeschön. Danke. Ja. Tschüss. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie alle uns dort hören? Natürlich den Wein. Ich bin heute früh hochgekommen und wir haben die große Torte mitgebracht. Das ist eine Tradition. Eine Torte vom Bäckermeister Reichert, also aus der Region, hier jetzt beim Rundgang des Ministerpräsidenten anzuschneiden. Herr Landrat, ganz lieb, dass Sie uns die Möglichkeit geben, zwei Sätze zu wechseln. Ich habe das Gefühl und es erfreut mich, dass es wirklich so wie ein Netzwerk mittlerweile in unseren zwei Landkreisen gibt. Was sagen Sie dazu? Ja, selbstverständlich gibt es das Netzwerk. Natürlich hat der Burgenlandkreis Ernährungsgüterwirtschaft die Nase vorn. Da ist der Saalekreis nicht mal zweiter, da ist er der kleine Bruder vom Burgenlandkreis. Aber richtig, wir ergänzen uns natürlich. Und wenn wir einen gemeinsamen Stand haben, ist das eigentlich dokumentiert, dass der Süden mit einer Stimme spricht. Und wenn man sich auf der Grünen Woche zeigen kann, und wir tun das über viele Jahre schon, dann ist das etwas, weil wir wirklich was zu zeigen haben. Und da bin ich sehr froh.